So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt zum Thema Werkvergleich, was ein bisschen komplizierter ist. Im Abitur 2016 sind die zu vergleichenden Werke Agnes von Peter Stamm, Homo Faber von Max Frisch und Dantons Tod von Georg Büchner. Im Wesentlichen haben die nur ein paar gemeinsame Themen. Das ist einmal der Tod, beziehungsweise der Umgang mit dem Tod, das Schicksal, Schuld, auch der Umgang mit dem Schuld, Identität und Rolle, wie sich die einzelnen Protagonisten sehen, Beziehungsfähigkeit, Beziehungsunfähigkeit, auch das Verhältnis zu den Frauen. Da kann auch die Sexualität mit reinspielen. Und Fiktion und Wirklichkeit. Aber Achtung, Danton fällt aus der Reihe. Er hat nicht die gleichen Aspekte wie Homo Faber und Agnes und er hat auch teilweise nicht die gleichen Begründungen. Die Protagonisten in Homo Faber und Agnes sind sich sehr ähnlich. Danton fällt dabei vollkommen aus der Reihe. Also, jetzt zum Aufbau. Wenn ihr eure Texte kriegt, dann gebt ihr euch schon mal ein Thema vor. Zu diesem Thema schreibt ihr eine allgemeine Einleitung, die für alles gültig ist. Euer Text hat ein bestimmtes Thema. Dieses Thema gibt euch auch später den Vergleichsaspekt vor. Was ihr mit dieser Textstelle erstmal macht, ist eine Interpretation. Ihr schreibt einen Basissatz, ordnet sie also folglich auch in den Kontext ein, wo genau findet diese Stelle in eurem Buch statt. Dann interpretiert ihr sie. Nach dem Thema, was gegeben ist, meistens ist es eine Aufgabenstellung gegeben. Und da interpretiert sie einfach nach Aspekten und Thesen mit Belegen, konkreten Belegen nur auf diesen Text bezogen, nicht aus dem Werk allgemein. Anschließend schreibt ihr Basissätze, zu jedem Werk einen. In der Reihenfolge, wie ihr die Basissätze schreibt, ihr könnt die hintereinander schreiben, werdet ihr nachher auch die Werke interpretieren. Also, einmal kurz ein Beispiel von einem Werk, an Agnes. Agnes wird interpretiert, das heißt, ihr interpretiert das Gesamtwerk einfach in Anbetracht auf das Thema, was euch die Textstelle vorher gibt, zum Beispiel Identität und Rolle oder Umgang mit dem Tod. Dazu sucht ihr euch wieder Aspekte mit Thesen. Die Thesen müsst ihr auch belegen, aber diesmal nicht konkret. Es reichen ungefähre und allgemeine Belege aus dem Werk. Ihr braucht keine konkrete Seitenanzahl oder Textangabe. Das gleiche macht ihr noch mit Homo Faber und mit Dantons Tod. Diese drei werden nachher in einem Vergleichsblock zu dem Thema verglichen. Das Vergleichsthema ist euch wie gesagt vorgegeben. Ihr vergleicht es dann in diesem einen Block, der einen Absatz umfasst. Ihr könnt ihn noch in sich selbst gliedern. Euer Vergleich führt euch dann letztendlich zu einem Schluss. Der sollte eine Zusammenfassung oder ein Fazit enthalten und natürlich mal wieder auf die Einleitung zurückweisen. Also, so schwer ist das alles gar nicht. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Abitur und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare.